Hallo ihr Lieben, ich nehme euch gerne mit durch meinen Alltag und zeige euch meinen typischen Nachmittag unter der Woche. Ich arbeite nur 20 Stunden in der Woche und den Nachmittagen gehörenden Kindern. In diesem Video habe ich mit euch meine Morgenroutine Schmeckt? An einem Werktag geteilt. Nach der Arbeit hole ich die Kinder von dem Kindergarten ab und unser Nachmittag beginnt. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Ich bin verschwitzt. Ich brauche jetzt wirklich ein Eis. Ein Eis? Ich brauche auch ein Eis. Auf dem Weg nach Hause erzählen mir die Kinder, wie der Tag war, was sie gemacht haben und mit wem sie gespielt haben. Da unser Weg nach Hause etwas länger ist, haben wir genug Zeit, uns auszutauschen. An diesem Tag war es unglaublich heiß. Die Temperaturen kletterten bis zu 38 Grad im Schatten. Da waren wir sehr froh, endlich nach Hause zu kommen. Damit es im Haus kühl bleibt, lassen wir die Rollos an heißen Tagen tagsüber unten. An solchen heißen Tagen ist Wassermelone eine Rettung. Die Wassermelone enthält einen hohen Anteil an Flüssigkeit, wonach wir uns bei der Hitze so streben. Meine Kinder lieben Wassermelone und das ist eine der wenigen Obstsorten, was sie sehr gerne essen. Vor allem an den heißen Sommertagen schmeckt es besonders gut. Was werden wir jetzt machen? Öl noch Eis. Obwohl Andreas noch gerne Eis essen wollte, versuchen wir bei der Wassermelone zu bleiben. Natürlich essen sie auch oft Eis. Wir haben sogar eine Eismaschine gekauft und machen das Eis selber. Aber trotzdem ist es Zucker und wir schauen, dass es nicht in großen Mengen verzehrt wird. Auch Wassermelone enthält Fruchtzucker. Von daher als Snack ist es entweder Eis oder die Wassermelone. Nachdem wir zu Hause angekommen sind, versuche ich gleich eine kleine Hausarbeit zu machen. Ich mache die Wäsche direkt, nachdem wir nach Hause kommen. Morgen früh habe ich die Wäsche gestartet und jetzt, nachmittags, kann ich sie aufhängen. Es war eine helle Wäscheladung. Ich sortiere die Wäsche wie folgt: hell, dunkel, Kinderwäsche, Handtücher und Bettwäsche. Somit habe ich täglich eine neue Wäscheladung. Vor allem die Kinderwäsche wasche ich meistens zweimal in der Woche. Die Wäscheladung, was bereits vom Vortag gewaschen wurde, ist bereits trocken. Diese werde ich auch gleich zusammenlegen und verräumen. Ich versuche das gleich zu machen, sonst bleibt es liegen und dann sammeln sich die Berge von Wäsche an. Für mich ist es der schwierigste Schritt, den Prozess abzuschließen. Früher habe ich oft die Wäsche zusammengelegt und in der Kiste gelassen, bis es noch eine Woche lang in der Kiste lag oder wenn wir frische Wäsche gebraucht haben, haben wir uns direkt aus dieser Kiste bedient. Aber das führt dazu, dass man ungern weitere Wäscheladungen macht, sonst hat man noch mehr Arbeit und so sammeln sich die Wäscheberge, bis man nichts mehr zum Anziehen hat. Durch die Einführung der Flylady-Wäscheroutine habe ich diese Schwierigkeiten überwunden und versuche, den letzten Schritt, zusammenlegen und in den Schrank verräumen, nicht aufzuschieben. Mit dem eigenen Pool im Garten kommt man gut durch die Hitzewelle. Wir haben lange überlegt, ob wir sowas anschaffen. Von außen sieht er ja nicht besonders schön. Ein Riesenklotz im kleinen Garten. Aber bei hohen Temperaturen ist es wirklich eine tolle Abkühlmöglichkeit. Den Pool haben wir dieses Jahr aufgebaut und die Kinder lieben es. Sie können stundenlang darin planschen, springen und Wasserbomben machen. Auch wir Erwachsene nutzen die Gelegenheit und steigen ein. Obwohl es nicht wirklich zum Schwimmen ist, aber man kann sich trotzdem ganz gut abkühlen und entspannen. Ein Stück Urlaub im eigenen Garten. Wir haben auch eine Salzwasseranlage gekauft, sodass wir uns um den pH-Wert nicht mehr kümmern müssen. Die Salzwasseranlage wandelt das Salz in natürliches Chlor um. Es ist besser verträglich für Haut und Haare als Poolchemie und ist besser für die Umwelt.
Heute ist echt ein heißer Tag. Entspannung ist schön, aber ich muss mich um Abendessen kümmern. Zum Glück hat der Papa heute früher frei und kann sich auch mit den Kindern im Pool entspannen. Aber zum Glück, heute muss ich mir nicht so viele Gedanken über den Abendessen machen, denn ich HelloFresh bestellt habe. Und wir haben hier zwei Familienmahlzeiten. Ich weiß nicht, wieso ich so viele Camemberts habe. Wahrscheinlich, ja, jedem Familienmitglied einen Camembert. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Heute machen wir Schweinefilet mit Honig-Thymian-Soße. Und das Tolle daran finde ich, man kriegt neue Ideen. Ja? Man hat irgendwie, manchmal denkt man, oh Gott, was mache ich denn für Abendessen? Wir machen kein Abendbrot, normalerweise essen wir warm. Und ich plane die Mahlzeiten im Voraus, eine Woche vorher. Und manchmal zerbreche ich mir den Kopf. Und ich finde, mit HelloFresh kriegt man frischen Wind, ein bisschen neue Ideen und man kann was Neues ausprobieren und die Sachen sind bereits portioniert. Man hat alles parat und man kann gleich loslegen. Während des Kochens versuche ich gleich aufzuräumen. Manchmal nehme ich mir einen Teller, wo ich die ganzen Abfälle sammle, damit ich nicht ständig zum Mülleimer rennen muss. Ich überlege auch, so einen Abfallmülleimer für die Schranktür anzuschaffen. Ich denke, es ist ziemlich praktisch. So, die Bohnen sind jetzt noch im Topf. Ich finde die Anleitung auch ziemlich einfach. Ne? Das sind Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Und das Coole daran, ne? Man hat diese, ich habe hier schon einige Sachen angesammelt. Solche einfache Rezepte, die man hat. Und hier Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wir probieren gleich unsere Mahlzeit. Wenn du Lust hast, HelloFresh auszuprobieren, die ganzen Infos lasse ich in der Videobeschreibung unten. Wenn du mal wenig Zeit hast, aber trotzdem schöne Mahlzeiten bekommen kannst, dann ist es wirklich eine tolle Rettung, finde ich. Und man kann aus ganz verschiedenen Sachen auswählen. Man kann sich eine App runterladen und per Handy ziemlich schnell eine Box bestellen. Die Abo kannst du auch jederzeit stoppen, wenn du möchtest. Es ist nicht so, dass du verpflichtet bist. Zum Beispiel nächste Woche und übernächste Woche sind wir im Urlaub und ich habe das einfach pausiert. Das kannst du ganz einfach per Handclip einstellen und die Box kommt dann die zwei Wochen nicht mehr. Oder du kannst es komplett pausieren. Also es ist ein sehr einfaches System und wenn du Lust hast, das auszuprobieren, geh in die Videobeschreibung, da hast du alle Infos. Jetzt, die Gemüse brauchen so circa 10 Minuten, das ist jetzt am Köcheln und ich versuche jetzt die Zonenreinigung zu machen. Wir sind jetzt in der Zone 1, das ist für mich Eingangsbereich, kleines Bad, wo wir uns gerade befinden und das Fenster braucht dringend Reinigung, deswegen mal schauen, ich stelle mal Timer für 10 Minuten, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Normalerweise brauche ich wahrscheinlich schon 15 Minuten, weil ich das sehr lange nicht gemacht habe. Wir versuchen das in 10 Minuten. In der Zeit werden die Kinder mit dem Papa den Tisch decken. Was eine Zonenreinigung ist, erkläre ich euch in diesem und in diesem Video. Jeden Tag an 4 Tagen in der Woche mache ich eine kleine Zonenreinigung. An dem Tag, wo ich das gefilmt habe, war die Zone 1 dran und ich musste unbedingt dieses Fenster in dem kleinen Bad putzen. Fensterputzen habe ich früher ungern gemacht.
Vor allem habe ich immer versucht, streifenfrei zu putzen. Und mit all den bekannten Methoden, wie mit Zeitungspapier oder mit dem Wasserabzieher, hat es bei mir ewig gedauert, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden war. So habe ich oft die Fensterputzen aufgeschoben, da es viel zu viel Zeit in Anspruch nahm. Aber heutzutage kann ich sogar in 5 Minuten ein Fenster putzen. Dank diesem Gerät. Das hat mir mein Vater geschenkt und ich bin ewig dankbar. So schnell geht das. Das Fenster mit der Seifenwasser einseifen? Hier nutze ich etwas flüssiges Waschmittel. Ich finde, so glänzen die Fenster besonders. Man kann eigentlich auch Spülmittel benutzen. Und danach kann ich das Ganze mit dem Fenstersauger abziehen. In 10 Minuten bin ich fertig. Zum Schluss trockne ich noch in den Ecken mit dem Poliertuch. Es werden kaum Streifen gelassen und die Kinder können auch gerne mitmachen und machen gerne mit. Leider kommen sie manchmal nicht überall dran. Inzwischen ist das Abendessen fertig. Es hat allen sehr gut geschmeckt und ich werde das Rezept definitiv aufbewahren. Selbst die Kinder haben die Bohnen gegessen, was bei uns selten ist. Schmeckt's? Wir räumen gemeinsam die Küche auf. Da ich während des Kochens gleich aufgeräumt habe, bleibt es nicht allzu viel zu machen nach dem Abendessen. Ich wische die Oberflächen ab, starte die Spülmaschine, wasche die Pfannen und die Töpfe. Der Boden hat auch Krümel drauf, aber hier kümmert sich darum unser Saug- und Wischroboter. Den habe ich für die bestimmte Uhrzeit programmiert und er startet seine Arbeit täglich um 20 Uhr. Es ist eine enorme Erleichterung. Seitdem ich den Roboter habe, ist meine Aufräumzeit in der Küche deutlich kürzer geworden. Hinterlasse in den Kommentaren den Roboter-Emoji, falls du bis hierher geschafft hast. Ich freue mich, dich in dem nächsten Video zu sehen, in dem ich mit dir meine Abendroutine teile. Bis dann. Ciao.